Willkommen, meine Damen und Herren. In dieser Folge unserer Serie Archivkino soll es um das Manuskript oder besser gesagt die Manuskripte zum Roman Ungeduld des Herzens von Stefan Zweig gehen. Stefan Zweig war zu seiner Zeit das, was Robert Musil einen Großschriftsteller nannte. Er war außerordentlich produktiv. Seine Novellen, seine historischen Miniaturen und Biografien wurden überall gelesen. Stefan Zweig war der Schriftsteller in Europa, der am meisten in andere Sprachen übersetzt wurde. Wir haben das Manuskript, die verschiedenen Fassungen seines einzigen Romans Ungeduld des Herzens im Jahre 2007 von einem Zürcher Antiquar bekommen. Sie sehen hier, dass dieses Manuskript, die verschiedenen Fassungen sehr sorgfältig eingebunden worden sind. Und Sie sehen, wenn Sie sich diesen Rücken hier genauer anschauen, dass derjenige, der hier die Schrift auf den Rücken gesetzt hat, auf diesen feinen Marokkan-Einband, der deutschen Sprache nicht mächtig war, denn er hat das Wort Ungeduld falsch getrennt. Das liegt daran, dass dieser Mann ein Engländer war. Stefan Zweig selber hat seinen einzigen Roman im Exil geschrieben. Er war 1934 nach London emigriert und hat 1936 bis 1938 diesen Roman dort geschrieben. Und nachdem er vollendet war, hat er alle Fassungen einem Bekannten zum Geschenk gemacht, nämlich einem Lord Carlo. Dieser Lord Carlo hat selber einen kleinen, feinen Verlag gehabt, die Corvinus Press, das ist hier sein Verlagssigné. Stefan Zweig hatte in diesem Verlag selber einige seiner Werke veröffentlicht und vermutlich hat er auch aus einem anderen Grund dem Lord Carlo dieses wertvolle Geschenk gemacht. Lord Carlo war nämlich einer der Bürgen, die dafür gesorgt haben, dass Stefan Zweig die britische Staatsbürgerschaft bekam. Stefan Zweig war selber ein passionierter Handschriftensammler. Seine Autographensammlung war legendär. Er musste sie 1936 verkaufen und sie ist heute nicht in alle Winde zerstreut. Es gibt größere Sammlungen, die inzwischen auch in öffentlichen Archiven sind. Aber er konnte sie eben nicht retten als Einheit. Und er hat sehr viel und sehr einsichtsvolle Dinge über die Autographen gesagt. Ihm ging es gar nicht darum, einfach ein Schriftstück eines berühmten Autors zu haben, sondern ihm ging es darum, zu erforschen, wie literarische Kreativität funktioniert, wie ein Text entsteht. Also waren ihm viel lieber als Reinschriften die ersten Entwürfe, die Notizen. Während er an seinem Roman Die Ungeduld des Herzens schrieb, hat er auch eine Biografie über Balzac verfasst. Und in dieser Biografie hat er ausführlich geschrieben, wie Balzac gearbeitet hat. Er hat nämlich während des Schreibens erst seine Gedanken entwickelt und über mehrere Fassungen immer wieder korrigiert. Und am Ende eines Romans, so beschreibt das Stefan Zweig dort sehr ausführlich, hat Balzac dann oft die verschiedenen Fassungen des Werkes feinsäuberlich gebunden und Freunden zum Geschenk gemacht. Und genau das tat Stefan Zweig auch mit den Manuskripten seines Romans Ungeduld des Herzens. Dieser Roman ist ja ein Exilroman und eigentlich auch das letzte große Werk von Stefan Zweig. Wir schauen noch einmal auf die Sammlung dieser Fassungen. Erhalten sind anscheinend alle Fassungen, die es überhaupt gegeben hat. Das ist ein ganz seltener Fall. Normalerweise werfen Autoren auch ihre Fassungen weg oder die verschwinden im Laufe der Zeit. Hier ist eben dadurch, dass der Lord Carlo das auch so sorgfältig behandelt und hat binden lassen, es sind alle Fassungen erhalten, von den ersten Notizen bis hin zu den Druckfahnen. Es gibt insgesamt zwei Hefte mit
Notizen mit ersten Aufzeichnungen. Dann gibt es 3 vollständige handschriftliche Fassungen, 3 vollständige Typoskriptfassungen und schließlich Druckfahnen. Sie sehen, das ist hier sehr fein säuberlich auch auf den Einbänden vermerkt worden ist. Wie sieht nun so eine Fassung im Einzelnen aus? Ich zeige hier ein Blatt aus den ersten Notizen und man sieht ein Wirrwarr eigentlich von Aufzeichnungen und tatsächlich entspricht die Art, wie Stefan Zweig zu schreiben angefangen hat, einer Textstelle, die sich in dem Roman selber befindet. Stefan Zweig beschreibt dort, wie sein Protagonist einen Brief verfasst und er schreibt: Man sah, die Feder konnte dem Gefühl kaum nachkommen. Alles wirbelte wirr durcheinander, überrannte und überhetzte sich. Nichts war überlegt. Ein Wort überholte, überrannte, überstürzte das andere. Und doch war das Ganze eine vollkommene Einheit der Ekstase des Gefühls. Man kann sich also den Schreibprozess von Stefan Zweig mit etwas Vereinfachung so vorstellen, dass er zunächst sozusagen das Gefühl hat sprechen lassen und dann im Laufe der Bearbeitung dieses ersten Entwurfs, dieser ersten Notizen, kam immer mehr Vernunft sozusagen hinein, sodass am Ende ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Gefühl und Vernunft hergestellt wurde. Und genau um Gefühl und Vernunft geht es auch in diesem Roman. Das zeigt schon sein Titel an, auf den ich dann später noch genauer zu sprechen kommen möchte. Aber zunächst vielleicht kurz einige Stichworte zu dem, worum es in diesem Roman geht, denn nicht alle haben ihn vielleicht gerade gelesen und im Gedächtnis präsent. Es handelt sich um eine Rahmenerzählung. Ein Schriftsteller trifft im Jahr 1938, also in der Gegenwart des Schreibprozesses, 1938 trifft er einen ehemaligen Leutnant der österreichischen Armee, der im Ersten Weltkrieg hoch dekoriert wurde. Und dieser Kriegsheld erzählt nun, und daraus besteht der Roman im Wesentlichen, erzählt nun, wie es zu dieser Auszeichnung kam. Und das ist eine sehr unrühmliche Geschichte, denn es stellt sich Folgendes heraus. Der Leutnant war eingesetzt an der ungarischen Grenze und hat dort, das sind die Jahre kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, und hat dort bei einem ungarischen Adligen eine Frau, ein Mädchen kennengelernt, das gelähmt war. Und er hat im ersten Moment gar nicht gesehen, dass ihre Beine gelähmt sind und hat sich in dieses Mädchen verliebt. Und bei weiteren Besuchen kam es dann immer mehr dazu, dass er dieses Mädchen bewundert und aber auch aus Mitleid sozusagen geliebt hat. Ob es wirklich Liebe war oder ob es mehr Mitleid war, das wird immer mehr zur Frage. Und am Ende verlobt sich der Held dieses Romans in dieses Mädchen aus Mitleid, und zwar in einem Affekt. Im Affekt des Mitleids verlobt er sich mit der gelähmten Frau und bereut aber dieses sofort, als er wieder im Kreis seiner Kameraden ist. Und das Mädchen merkt nun, dass es in sich eben nicht um Liebe gehandelt hat, sondern eigentlich nur um Mitleid. Und aus Verzweiflung bringt es sich dann selber um. Der Held dagegen ist darüber bestürzt und zieht in den Ersten Weltkrieg und möchte eigentlich auch sterben. Und daher rührt eigentlich seine Todesverachtung, die ihn dann zum Helden, zum dekorierten Helden werden lässt. Also im Zentrum dieses Romans steht das Thema Mitleid.
Und es ist, das war ein aktuelles Thema, auch 1938. Wir denken daran, dass eben Stefan Zweig selber hat fliehen müssen. Man kann auch daran denken, dass eben die Nationalsozialisten in dieser Zeit mit dem Begriff des Mitleids sehr wenig anfangen konnten. Und es ist vielleicht auch kein Zufall, dass eine Dramatisierung dieses Romans von Stefan Zweig auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise in Berliner Theatern, gerade mit diesem Bezug auf die Flüchtlingskrise, aufgeführt worden ist. Also das Thema des Mitleids ist immer wieder aktuell. Es ist ein fundamentaler Wert europäischer Tradition. Das alles wusste Stefan Zweig. Er hat selber ja auch Philosophie studiert. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass im Roman zwei Philosophen genannt werden, die zum Thema Mitleid ganz unterschiedliche Positionen vertreten haben. Da gibt es einmal Arthur Schopenhauer, für den das Mitleid die Quelle und die Wurzel aller Moral überhaupt waren. Er hat das also sehr befürwortet, dieses Gefühl. Dagegen hat eine direkt entgegengesetzte Position Friedrich Nietzsche vertreten, für den das Mitleid lediglich eine Verirrung war, ein Ausdruck einer christlichen Sklavenmoral und eine Verfehlung eben des Willens, eine Verneinung des glorifizierten Willens zur Macht. Das ist ja die Linie, die dann die Nationalsozialisten weiterverfolgt haben. Und im Roman, so stellt sich heraus, hat nun Stefan Zweig von Fassung zu Fassung immer mehr den Begriff des Mitleids angereichert. Das vollzieht sich in erster Linie in Gesprächen, die der junge Leutnant mit einem Doktor, mit dem Arzt der Gelernten führt. Und hier ist so eine Stelle in einem weiteren Notizbuch. Da äußert sich eben der Arzt Condor mit Namen darüber, was Mitleid aus seiner Sicht ist, und er kannte natürlich das Phänomen als Arzt besonders gut. Er sagt hier: Sehen Sie, Herr Oberleutnant, keine einfache Sache mit dem Mitleid. Ungeheure Verantwortung in jedem Gefühl, das man einem Menschen zuwendet, auch im Mitleid, das doch ein ganz unegoistisch die reine Beziehung zu einem anderen Menschen ist. Und gerade im Mitleid, wer teilnimmt, ist beteiligt. Wer gibt, nicht zurücknehmen. Sie sehen, das sind so eigentlich eher so Wortgruppen, die er da bildet, keine ausgeformten Sätze. Die muss man wohl verstehen. Wer gibt, kann das Gegebene nicht zurücknehmen. Und das Mitleid ein einmaliger, spontaner Akt ist. Es ist mehr, ein Recht, der es empfängt. Nicht ein Geschenk. Es gibt ein Recht dem anderen auf einen. Verpflichtet. Also der Arzt schildert hier die Ambivalenz des Mitleids, die eben eine Verantwortung auch in sich trägt und auf Seiten des Bemitleideten eben auch ein Bedürfnis erweckt, nämlich das Bedürfnis, immer mehr Mitleid zugewendet zu bekommen. Und deshalb, so ist wohl hier zu verstehen, diese eine Wortgruppe: Mitleid wie Morphium. Also man kann, wenn man bemitleidet wird, von dem Mitleid der anderen auch süchtig werden. Es ist nun auffällig, Sie haben das bemerkt, handelt sich hier gar nicht um komplette Sätze, die ausformuliert sind, manchmal auch etwas unbeholfene Wortgruppen, die hier noch ergänzt werden am Rand. Und man fragt sich, warum eigentlich Stefan Zweig nicht gleich die Sachen ausformuliert hat. Und eine Lösung dieser Frage, eine mögliche Antwort, bietet dieses Foto. Da sieht man Stefan Zweig mit einem Ringbuch, von einem Ringbuch der gleichen Art, wie wir es eben gesehen haben. Und er diktiert hier seiner Sekretärin, die später in Südamerika auch seine Frau wurde. Und stelle mir es jetzt so vor, dass Stefan Zweig eben diese Notizen verwendet hat, um zu diktieren. Und vermutlich hat er aus diesen Wortgruppen im Diktieren vollständige Sätze gemacht. Die nächste Stufe
dieser Texte sind also dann die Typoskripte, die seine spätere Frau hergestellt hat. Hier kommen wir wieder auf die Stelle, wo vom Mitleid die Rede ist. Da heißt es hier, ebenfalls von dem Dr. Condor wieder gesprochen, ich lese zunächst die Fassung, die noch nicht mit Korrekturen versehen war, also die Fassung, die Stefan Zweig zunächst in die Maschine diktiert hat. Mitleid schön, aber es gibt eben zweierlei Mitleid. Das eine, das Schwachmütige und Sentimentale, das eigentlich nur ein Anbiedern und Herumschmarotzen ist am fremden Elend. Und das andere, das einzig zählt, das Mitleid, das weiß, was es will und entschlossen ist, durchzuhalten bis zum Letzten. Nun hat Stefan Zweig bei der Lektüre dieses Typoskriptes einige Änderungen vorgenommen und die sind besonders wichtig, weil sie später ihm so bedeutend erschienen, dass er daraus den Titel des Romans gemacht hat. Zunächst sollte der Roman eben heißen Mord durch Mitleid. Und hier kommt nun zum ersten Mal das Wort Ungeduld ins Spiel und Sie merken, dass er für diesen Gedanken des, der Ungeduld, der Geduld, der erschien ihm so einleuchtend, dass er Worte mit dem Stamm Geduld gleich dreimal hier verwendet. Also die neue Fassung lautet so, Mitleid schön, aber es gibt eben zweierlei Mitleid. Das eine, das Schwachmütige und Sentimentale, das eigentlich nur eine Ungeduld des Herzens ist. Das Verlangen, sich selber frei zu bekommen von seiner Anteilnahme. Und das andere, das einzig zählt, das Mitleid, das weiß, was es will und entschlossen ist, geduldig und duldend alles durchzustehen bis zum Letzten. Stefan Zweig hat hier nun zwei Sorten von Mitleid unterschieden. Eben das eine Mitleid, das nur Gefühl ist, nur Affekt, und das andere Mitleid, was mit Geduld, mit Wissen und mit Vernunft gepaart ist. Und natürlich dieses andere vernünftige Mitleid, das ist das, was er sozusagen favorisiert und das ist auch das, was eben sein Held im Roman aus dieser Affäre lernt. Dass es nicht genügt, das bloße Gefühl des Mitleids zu zeigen und sich davon leiten zu lassen. Die nächste Fassung ist relativ ähnlich, aber Sie sehen, das ist jetzt praktisch, die Korrekturen sind eingearbeitet. Mitleid schön, aber es gibt eben zweierlei Mitleid. Das eine, das Schwachmütige und Sentimentale, das eigentlich nur eine Ungeduld des Herzens ist. Das ungestüme Verlangen, sich selbst rasch frei zu kaufen von inneren, wenn Sie wollen, metaphysischer Schuld. Und das andere, das einzig zählt, jenes Mitleid, das weiß, was es will und so weiter. Jetzt kommt hier in dieser Fassung ein neuer Gedanke hinzu, nämlich den der metaphysischen Schuld. Das bezieht sich sicherlich auf Schopenhauer, der den Gedanken hatte, dass sich aus dem Anblick des Übels der Welt, das man nicht beseitigen kann, aus diesem Anblick ergibt sich erst ein metaphysisches Bedürfnis, also das Bedürfnis, irgendwie sich zu erklären, warum es überhaupt dieses unermessliche Leid in der Welt gibt. Das ist also ein ganz neuer Gedanke, den Stefan Zweig hier in deinen Text einbringt. Jetzt haben wir schon die vermutlich, je nachdem wie man zählt, sechste oder siebte Fassung. Es handelt sich um die Druckfahnen. Und man sieht, die sind eben auch sehr aufgehoben worden. Und an dieser Stelle ist wieder unsere Stelle mit dem Mitleid. Und Sie sehen, auch in dieser Druckfahne hat Stefan Zweig noch viel gearbeitet. Zum Beispiel diese Stelle mit der metaphysischen Schuld, die hat er wieder getilgt und durch etwas anderes ersetzt. Es heißt hier, Mitleid, schön, aber es gibt eben zweierlei Mitleid. Das eine, das Schwachmütige und Sentimentale, das eigentlich nur Ungeduld des Herzens ist. Und dann muss man hier die Korrektur einfügen. Sich möglichst schnell frei zu machen von der peinlichen Ergriffenheit vor dem fremden Unglück. Jenes Mitleid, das gar nicht Mitleiden ist, sondern nur Abwehr des fremden Leidens von der eigenen Seele. Also in dieser Fassung des Mitleids
des schlechten Mitleids, nämlich des sentimentalen und unvernünftigen Mitleids, wird jetzt noch ein Motiv, sozusagen ein dahinterliegendes Motiv genannt, nämlich, dass dieses Mitleiden eigentlich eine Art Abwehr ist. Das ist gerade dieses Mitleiden, was eigentlich so sehr ein Eingehen auf das Leid des anderen meinen könnte, in Wirklichkeit dazu dient, dieses Leiden von sich abzuhalten und von sich fernzuhalten. Diese Fassung ist dann auch die Fassung, die Stefan Zweig schließlich so gefallen hat und so wichtig schien, dass er sie als das Motto des gesamten Romans gewählt hat. Ich lese nochmal jetzt die Endfassung vor, die auch so im Buch steht. Es gibt eben zweierlei Mitleid. Das eine, das Schwachmütige, das eigentlich nur Ungeduld des Herzens ist, sich möglichst schnell frei zu machen von der peinlichen Ergriffenheit vor dem fremden Leiden. Und das andere, das einzig zählt, das unsentimentale, aber schöpferische Mitleid. Das weiß, was es will und entschlossen ist, geduldig und mitduldend alles durchzustehen bis zum Ende seiner Kraft und noch darüber dies Letzte hinaus. Das ist also jetzt sozusagen das Endergebnis eines wirklichen Ringens um die Bedeutung des Mitleids. Ich habe es nun hier gezeigt anhand einer fast theoretischen Definition und Analyse des Mitleids. Man hätte es genauso gut zeigen können an dem Romanverlauf selber, weil auch dort Stefan Zweig das Mitleid in bestimmten Situationen zeigt und von ganz verschiedenen Perspektiven. Denn alle Figuren, die bei Stefan Zweig vorkommen, die Kameraden des Leutnants, die Eltern der Gelähmten, die Gelähmte selber, alle haben eine bestimmte Perspektive auf das Mitleid und äußern sich darüber. Und auch die Handlungen, die sich um diese zentrale Szene der Verlobung und schließlich der Flucht des Leutnants ranken, alle diese Konstellationen sind um das Mitleid zentriert. Und wenn man die Fassungen vergleichen würde in dieser Hinsicht, könnte man sehen, dass Stefan Zweig auch diese Konstellation wie Versuchsanordnung immer wieder abändert, um möglichst dieses Mitleid in konkreten Situationen in jeweils variierender Gestalt und Perspektive zu zeigen. Für Stefan Zweig war, das hatte ich eingangs gesagt, das Problem der Ausbalancierung von Gefühl und Vernunft ein ständiges Thema. Das zeigt sich in seinem Schreibprozess selber. Immer mehr gewinnt er Klarheit, auch begriffliche Klarheit über das, was er eigentlich sagen möchte. Und es zeigt sich aber auch in seiner Biografie. Für ihn war die Ungeduld ein tatsächliches Problem. Und Ungeduld hieß eben, das sollte jetzt hier ja deutlich werden, Ungeduld heißt auch die Abwesenheit von Vernunft. Und von Ungeduld handelt der letzte Text von Stefan Zweig. Das ist der Abschiedsbrief, den er kurz vor seinem Freitod verfasst hat und der in einer Fassung auch im Deutschen Literaturarchiv erhalten ist. Sie sehen es hier, diese Declaratio in einer Abschrift. Sie sehen, auch hier wird wieder viel korrigiert, aber mir kommt es auf den letzten Satz an, geschrieben in Petropolis am 22.02.1942. Und da heißt es: Ich grüße alle meine Freunde. Mögen sie die Morgenröte noch sehen nach der langen Nacht. Ich, allzu Ungeduldiger, gehe ihnen voraus. Stefan Zweig.